Comedy-Freunde, liebe Skisprung-Anhänger. Da die Harald Schmidt-Show aus Zeitgründen nicht alle Gags zu den aktuellen Sportereignissen und den darin verwickelten Personen in einer Sendung machen kann, nehmen wir unter Hinweis auf § 16 Absatz 2 des Humor- und Scherzgesetzes Gagschutz für das folgende Thema in Anspruch. Sven Hannawald. Insbesondere behält sich die Harald Schmidt-Show alle Rechte an folgenden Wortspielen und sprichwörtlichen Redensarten vor. Honey Potter, Hannabis, Honey makes the world go round, Honey Küre, Honey Täter, der Hannibale aus Hinterzarten, Hannawald Lecter, Hananana, Dipti, Dididip, Honey Moon, Hanalverkehr, Honey Lingus, sowie des Weiteren alle Rechte an Ein Honey wäscht den anderen, Hannarbeit, Honey halb und halb, Sven Hannenalt. Wer Wortspiele und Redewendungen zu diesem Thema abkupfert oder selber macht und oder abgekupferte oder selber gemachte Wortspiele in Umlauf bringt, wird mit Gerhard Delling nicht unter 10 Jahren bestraft. Sehr aufmerksam, ich bin eurosüchtig. Sie auch? Ich war zuerst kritisch, muss ich zugeben. Sie haben das vielleicht im letzten Jahr gehört. Die eine oder andere kritische Bemerkung zu unserer neuen, fantastischen, völkerverbindenden, 300 Millionen Europäer mit Knete versorgenden Währung. Und als es Silvester war, habe ich alle D-Mark-Scheine zerrissen, weggeschmissen, in den Kamin, als Böller in die Luft gejagt. Und am Neujahr um 10 Uhr morgens stand ich am Automaten und habe mir Euro gezogen. Ich finde, der Euro ist großartig. Es ist eine sensationelle Währung, die auch emotional uns Europäer einander näher bringen wird. Und ich war froh, dass ich im Auto war, am Automaten war, ja, und nicht bei den Banken. Waren Sie bei den Banken an den ersten Tagen? In den Banken war ein Gedränge wie in den Kirchen nach dem 11. September. Für mich ist es eine Umstellung durch den Euro, ja, weil die Säcke sind plötzlich sehr leicht geworden, die ich abends austrage. Wer es einfach hat beim Euro, sind die Verkäuferinnen bei H&M, weil sie nehmen das Umrechnen gerade im Mathekurs in der Schule durch. Dann, das zweite große Thema in diesen Tagen ist welches? Skispringen. Ich sage nur, Sven Hannawald. Eine sensationelle Leistung, eine Jahrhundertleistung. Zum ersten Mal ist er alle vier Schanzen von oben nach unten abgesprungen, alle vier Tourneen gewonnen, die ganze Tournee gewonnen. Haben Sie es gesehen? Ja, ich leider nicht, aber ich bin begeistert. Eine solche sensationelle Leistung. Und wenn das in Salt Lake City demnächst in wenigen Tagen bei den Olympischen Spielen ist, dass wenn Hannawald so weit springt, wird er von US-Kampfjets zur Landung gezwungen. Und ihr habt das gesehen. Ich habe das gesehen. Sven Hannawald ist vor allem der große Liebling der Frauen. Muss man sagen. Kann man verstehen. Oder? Und ich weiß warum. Nicht nur ist er wahnsinnig sympathisch, nicht nur ist er unglaublich erfolgreich, nicht nur sieht er toll aus, sondern er beeindruckt Frauen vor allem, weil er weit über den entscheidenden Punkt hinaus verzögern kann. Ich schaue mir jetzt alle diese Springen auf Kassette an. Ich habe es alles aufzeichnen lassen. Das Springen an sich interessiert mich nicht, aber ich muss sagen, die Anzüge machen mich geil. Helmut Charlotte und Jumping Jack Flash. Heute haben wir uns. Dirk Bach. Ist das Wasser noch von vor der Weihnachtspause? Nein. Nein, ist neu. Ist neu. Mir hing diese ganze Weihnachtspause, dieser versemmelte Gag aus der letzten Sendung vor Weihnachten nach. Sie werden sich erinnern, da haben mich viele Leute darauf angesprochen. Ja. Sie wissen, dieser Mega-Gag. Na, Herr Schmidt, haben Sie schon alle Geschenke? Nein, kriege ich erst Heiligabend. Habe ich doch versemmelt. Und in den Straßen, auf den Straßen, in den Fußgängerzonen. Na, Herr Schmidt, haben Sie schon alle Geschenke gekriegt? Und ich konnte aber im Einzelgespräch die Pointe immer wieder klettern und gesagt, nein, kriege ich erst Heiligabend.
Und das hilft auch. Sprechen Sie mich ruhig in den Straßen an, wenn Sie mich mit solchen versemmelten Gags irgendwo treffen. Es ist wirklich, ich mache es gern. In diesem Jahr, das habe ich mir vorgenommen, als kleines Dankeschön an Sie, die Sie uns mittlerweile im 7. Jahr die Treue halten, werde ich langsamer sprechen. Oh, sehr gut. Deutlicher. Nicht mehr nuscheln. Ich bin nur noch 5 Jahre vom Verlassen der Zielgruppe entfernt. In diesem Jahr langsam, auch alles langsam. Zum Beispiel auch Sachen noch mal deutlicher erklären, damit es für Sie zu Hause zu später Stunde nachvollziehbar ist. Hier ein Kassettenrekorder. Die jungen Menschen sagen Ghetto Blaster, aber für uns ist es ein Kassettenrekorder, den ich hier habe, weil ich nachher die neue CD von Heinz Hönig vorstelle. Also Familienbande. Das ist ein CD-Player und kein Kassettenrekorder. Ach so. Es ist ein CD-Player? Es ist ein CD-Player mit Kassettenrekorder. Ja, wie heißt es dann? Heißt es nicht Kassettendeck? Ja, oder Kompaktgerät. Oder. Warum steht ein Bier vor dir? Ich will was für die Bierwirtschaft tun. Also ich will ja, das sollten wir mal sagen. Deutschland steht am Abgrund, das spüren wir alle täglich. Ja? Aber besonders schlecht geht es unserer Bierindustrie. Ja. Europaweit, wir als Euro, bist du auch so Euro-begeistert wie ich? Ja, sehr. Von wem hörst du am liebsten den Begriff Cent ausgesprochen? Von Verkäuferinnen, ja. Ja, klar. Ich habe jetzt festgestellt, von Verkäuferinnen in Metzgereien. Klingt es am geilsten. 3,20 €. Euro ist irgendwie geht noch, aber ich warte drauf. 3 € und dann weiß ich, gleich sagt sie, Cent. 3,20 €. Das ist auch ein Begriff, der gut hier in die Gegend passt. Cent. 3,20 €. Ich kaufe nur Sachen, die krumme Preise kosten. Ja? 5 € mache ich gar nicht. Und ich gebe Trinkgelder, weil ich natürlich innerlich noch umrechne. Ja? 8 €, gebe ich 10 hin, stimmt so. Waren ja 4 Mark. Kann ich natürlich nicht sagen, geben Sie wieder raus, man weiß ja nie. Presse oder so. Die deutsche Bierwirtschaft oder die Euro-Bierwirtschaft? Also der deutschen Bierwirtschaft geht es ganz schlecht. Wieso? Das trinken zu viele Leute wegen der Fitnesswelle mit Mineralwasser. Und, wirklich? Ja, ja. Und, schlimm eigentlich. Ja, genau. Und ja, es gibt allein in Deutschland 5000 Sorten Bier. Bitte? Und da kann ich ja jeden Abend eine Bitte? Trinken. Es ja. gibt allein in Deutschland 5000 Sorten Bier? Wahnsinn, ne? Das ist ja unglaublich. 5000 verschiedene Brauereien? Ne, 1200 verschiedene Brauereien. Und die machen A4 Sorten, macht 5000 Sorten Bier? Ja. Und wir fangen heute an mit einem Bier? Das nicht in Deutschland gebraut wird. Das nicht in Deutschland gebraut wird, wo wir aber einen großen internationalen Brauer ehren, der leider verstorben ist, nämlich Herr Heineken, ja. Der Gründer der berühmten Heineken-Brauerei und hat hier einen schönen Nachruf im Spiegel auch bekommen. Alfred Heineken, 78, er sammelte Brauereien und Rolls-Royce war ein Freund der Königin. 75 Millionen Hektoliter Umsatz in 120 Ländern. Hätte er nicht die Familientradition als Brauer weitergeführt, wäre King Freddy gerne Werbemanager geworden. Er sponserte die britische Serie Hotel Babylon. Das Resultat gefiel ihm aber nicht. Zitat, zu viel Neger, zu wenig Bier. Alfred Heineken starb am 3. Januar in Noordwijk bei Den Haag. 78 Jahre alt und als Verbeugung vor einem Bier, das wir immer wieder gerne trinken, heute trinkt Herr Andrack Heineken. Und Herr Andrack wird ab heute jeden Tag ein anderes Bier trinken in dieser ja. Show. Ja, genau. Das ganze Jahr hindurch, die ganzen Jahre hindurch. Ja? Liebe Brauereien, vor allem die ihr körperwarmen Fusel herstellen, schickt uns bitte keine Kisten mit einem Begleitschreiben aus PR-Fritzen. Habe gestern Abend in Ihrer Sendung gesehen und so weiter, würde gerne freuen. Nein! Wir entscheiden, welches Bier getrunken wird. Wir kaufen es und wir trinken alle Sorten durch. 5000 Sorten. Ganz genau. Macht 5000 Shows. Mhm. Sind, wie viele Jahre sind das? 170 Shows pro Jahr. 30 Jahre. 30 Jahre lang. 30 Jahre lang wird Herr Andrack jetzt hier trinken. Bis er aussieht wie Gunter Gabriel. Hier. Das ist Gunter Gabriel. Aber das Tolle ist, ich finde, Gunter Gabriel sieht nicht mehr aus wie Gunter Gabriel, sondern Gunter Gabriel sieht mittlerweile aus wie Lisa Fitz. Oder? Na, Herr Schmidt, haben Sie schon alle Geschenke zusammen? Nein, kriege ich doch erst Heiligabend. Der Liebling des Monats, ist das der nächste Punkt, den wir machen? Ganz genau. Wie schmeckt das Heineken?
Ein bisschen warm, aber ist lecker. Also ist Heineken kann. Müsstest du einen kleinen Kühlschrank da hinten haben? Ja, ach ne, für ein Bier am Abend. Nee. Hätte was. Oder so eine Kühlbox. Ja, können wir machen. Ich könnte auch Bier trinken. Nein, ich kann kein Bier trinken, weil Nein. Ich muss ja den Vorbildcharakter wahren. Nee, außerdem wirst du ja dann, wir hatten ja auch mal diese Champagnernacht, da hast du nach einem Glas gesagt, du kannst... Steigt mir in den Kopf. Ja, genau. Und ich muss auch diesen Vorbildcharakter, und ich sollte nicht versäumen, an dieser Stelle darauf hinzuweisen, dass Alkohol weit gefährlicher sein kann als viele Drogen, über die so viel Bohai gemacht wird. Aber Alkohol hat natürlich in unserer Gesellschaft eine viel höhere Akzeptanz. Als Pädagoge muss ich dir schon sagen. Ich könnte mir natürlich jeden Abend Heroin spritzen. Zum Beispiel. Unter Aufsicht eines Arztes. Denn, das ist auch mal wichtig, Heroin, es herrscht eine starke Heroinfeindlichkeit in Deutschland. Heroin an sich ist ja, was man hört, eine Erfindung aus dem Hause Bayer. Eine Medizin. Und ein erstklassiger Stoff. Das Problem bei Heroin ist die Illegalität, die schmutzigen Nadeln, das kriminelle Milieu. Aber Heroin unter Anleitung eines Arztes des Vertrauens gespritzt, kann auch... prima sein. Schöne Wirkungen haben. Aber bitte Finger weg von Heroin. Besser ist, nichts damit zu tun haben. Ja. Kann man das sagen? Ja, auf jeden Fall. Oder schädige ich da eine Berufsgruppe? Nein. Der Liebling des Monats, kommen wir jetzt dazu? Ja, kommen wir da. Ja. Ja. Du bist ja schon mittendrin. Ich bin ja schon mittendrin, denn Gunter Gabriel, muss man sagen, ist ein großer Favorit. Gunter Gabriel stieg ein in das neue Jahr mit einer wunderbaren Sendung von Ulla Kock am Brink im ZDF, Bye Bye D-Mark. Mhm. Das ZDF hat sich am 3. Januar von der D-Mark verabschiedet. Schöne Gäste. Schnell reagiert. Und Gunter Gabriel, meine Damen und Herren, hat einen tollen Song vorgestellt in dieser Show. Und achten Sie mal bitte auf die beiden Background-Tänzerinnen links und rechts von ihm in diesem Sekretärinnen-Kostümchen mit diesen scharfen, schwarzen Brillen. Das war Gunter Gabriel in Bye Bye D-Mark. Ist mit einem richtig guten Song, Gunter Gabriel. Es war 1948 und das ist kein Witz. Da gab es weder Cola, Pizza oder Pommes frites. Wir kriegten alle 40 D-Mark in die hohle Hand. Und damit ging es aufwärts mit dem Wirtschaftswunderland. Wir spuckten in die Hände, es gab kein Halten mehr. Den Lohn gab's in der Tüte, Freitagabend war die leer. Wir kurften um die Welt und lebten auf dem großen Fuß. Auf Mallorca oder Grönland war man scharf auf unser Moos, yeah. Bye, 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 deutsche Mark. Du warst so gut zu mir, du warst so hammerstark. Ich werd dich sehr vermissen, die Zeit, die wird hart. Bye, 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 deutsche Mark. Yeah! Weißt du, warum mich diese zwei Frauen erinnert haben? Nee. An dieses Video von Robert Palmer, Addicted to Love. Ah. Vor 10 Jahren. Da war das zum ersten Mal, so Models. Aber die waren ganz cool, die haben sich kaum bewegt. Das war ein bisschen too much, aber es war ein bisschen daran irritiert. Addicted to Love. Wir sind bei der Wahl zum Liebling des Monats. Gunter Gabriel haben wir Ihnen gerade vorgestellt. Dann das hier. Das hier, muss man sagen, hat auch große Chancen. Ich sollte mir vielleicht die Karten erstmal sauber hinlegen. Ja. Dann kann ich es besser auswählen. Sonst ist es wieder so ein Gehudel und Gefummel. Und dann ist mein wichtigster Vorsatz für das neue Jahr, alles langsam zu machen, deutlich für Sie zu Hause nachvollziehbar, sauber zu sprechen, nicht wegnuscheln, schon wieder kaputt, bevor das neue Jahr angefangen hat. Weißt du, dann kann ich mir die Karten besser wegnehmen. Ja, ist klar, ja. Unsere Straßendienste, unsere Straßenräumfahrzeuge, die sensationelle Arbeit geleistet haben. Ich habe vermisst, dass der Bundeskanzler oder der Bundespräsident mal sich in den Nachrichten dazwischen schieben und sagen, danke, liebe Streudienste, das war großartig, was Sie in diesen Tagen sibirischer Kälte und bestialischer Schneestürme für unser Land geleistet haben. Wir tun das gerne. Danke, liebe Streudienste.
Hast du auch tolle Erfahrungen gemacht? Bei mir lief alles glatt. Bei dir lief alles glatt? Ja, so also ein bisschen Blitzeis, also ja, also ich sag dir, ich habe es erlebt. Ich habe es erlebt auf der A1 bei Remscheid. Ja. Schneesturm Sonntag vor 14 Tagen. Schuld sind nur diese Fahrer, die mit Sommerreifen auf die Autobahn gehen. Nur die sind schuld. Es hat nichts mit dem Wetter zu tun. Du siehst, es sind schon irgendwelche blöden Autos. Ja? Du siehst schon in diesem Auto, das ist blöd. Das rutscht gleich. Da sitzt ein Trottel drin und die Frau ist auch blöd. Ja? Vollidioten. Ich sage nicht, welche Marke. Ja? Und ich sage nicht, welche Marke, und du siehst es, und dann machen die. Und sie fangen an zu rutschen. Ja? Sie kommen nicht mehr weiter. Sie wissen nicht, wie reagieren. Sie stellen die Räder quer. Und dann bleibt der ganze Verkehr liegen. Es sind nur diese Leute, die mit Sommerreifen fahren. Und ich habe Winterreifen. Sehr gut. Ja, und Winterreifen sind wichtig. Auch wenn kein Eis ist, sondern nur bei Schnee. Weil die Gummimischung in Winterreifen eine ganz andere ist als bei Sommerreifen, habe ich jetzt gelernt. Es gibt aber auch Allwetterreifen. Ja, oder? Das ist der große Irrtum. Es gibt Allwetterreifen, die nutzen nichts, wenn das Wetter so ist. Und dann muss ich sagen, der Gerechtigkeit halber, es ändert nichts an meiner Sache, die ich beim Notar bezeuge, wer mit Sommerreifen jetzt fährt, Volltrottel. Weg von der Straße, lebenslang. Soll sein Auto schieben. Ja? Kriegt auch keine Euros. Ja? Nichts. Ich fahre hinaus in die weiße Pracht, um Zweige zu sehen, die vom Schnee bestäubt sind. Oh, das war schön, ja. Es war ein Traum. Oh. Und ich war im Bergischen Land, in Beensberg, ein Traum. Und fahre so vor mich hin, in den Abhang gleich drunter, eine Straße, eine tolle Straße, auf eine Ampel zu. Und plötzlich gerate ich mit meinen Winterreifen ins Rutschen. Und du hörst dieses Geräusch, wenn die Räder blockieren. Und in meinem Auto zeigen mir 48 Lampen an, dass ich jetzt rutsche. Bam, 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 bam. So wie auf der Autobahn diese Schilder, die aufleuchten, wo Nebel draufsteht, wenn sie schon nichts mehr sehen. Ja? Dann sehen sie Nebel. Und ich rutsche und rutsche und rutsche und rutsche. Und weißt du, wo ich fast draufgerutscht wäre? Nee. Auf einen Leichenwagen. In Beensberg fast in einen Leichenwagen gerutscht. Das hätte mir doch keiner geglaubt. Ich rutsche und rutsche und rutsche und rutsche und rutsche. Und ich war schon, ich habe sozusagen, ich konnte schon, ich muss sagen, wie es ist, ich konnte den Sarg sehen. Und dann kam ich an diesem Unfall vorbei, weil es grün wurde und der Leichenwagen fuhr weiter. Da war auch noch ein Unfall. Wieso ein Unfall? Du kamst an dem Unfall vorbei, hast du gesagt? Nein, ich kam an diesem Unfall vorbei im metaphysischen Sinne. Ich dachte, da wäre ein Unfall gewesen, die hätten den direkt da reingepackt. Nein, das ist ein im übertragenen Sinne, ich kam an einen Unfall vorbei. Klar, wenn ich sage, es ging, der Kelch ging vorüber, geht auch kein Kelch vorüber. Ja. Ach so. Außer in der Wochenshow. Und stell dir das vor, in einen Leichenwagen gerutscht. Dieser Aufruhr. Das war gespenstisch. Aber auch irgendwie befreiend. Das Wetter war so schön. Schnee lag auf den Zweigen. Dieser Leichenwagen. Und ich. Das Nuchos Landhotel in. Kuchos. Kuchos Landhotel in Darscheid in der Vulkaneifel. Ja. Das ist Kandidat zum Liebling des Monats. Du bist Kandidat zum Liebling des Monats, weil warum? Das ist so das einzige Gourmet-Restaurant in der Vulkaneifel. Und das ist die totale Scheiße. Ich war da drin. Wieso? Wieso? Es steht so groß Gourmet-Restaurant drüber. Ja? Du setzt dich hin. Ach, wollen Sie nicht hier sitzen? Zum Nachtisch habe ich erst die Karte für die Gourmet-Abteilung bekommen. Die haben sie mir nämlich gar nicht gezeigt. Das Essen, die Fritten waren kalt, ja?
Ja. Die Hauptgerichte schwammen in Soße, aber so ganz eklig. Weißt du, irgendwie so dunkle Soße für Fleisch und da drin so eine Brokkoli-helle Sahnesoße. Und das hat sich vermischt und hat echt zum Kotzen geschmeckt. Und, was war denn das Hauptgericht? Bitte? Was war das Hauptgericht? Irgendwie so Medaillons von der Lammkeule mit Brokkoli. Das würde ich nie bestellen. Ja. Brokkoli ist doch die Hölle, das können die Kinder essen. Ja. Aber, okay, also Brokkoli. Brokkoli schmeckt doch also wirklich entsetzlich. Bevor ich Brokkoli esse, esse ich lieber Kiwi. Ich wusste nicht, was... Kein Mensch braucht zum Beispiel Kiwi. Ja? Unsere Umwelt könnte, wir könnten 80 Grad im Schatten haben, wenn ich diese Jumbos, die Ozonschicht ruinieren würden, weil sie diesen Kiwi-Müll aus Neuseeland da hochbringen müssen. Kein Mensch braucht das. Ja, neuseeländisches Bier trinkst du auch mal. Echt? Du solltest kistenweise neuseeländisches Bier trinken. Warum? Das ist nur wirklich auch dieser mexikanische Biertrinkscheiß ist. Irgendwie, das ist alles umweltschädlich. Wo so eine Zitrone drin ist? Ja, nee, und das dann dieser Wurm und die Zitrone. Da ist ein Wurm drin? Ja, da ist ja ein Wurm drin. Das ist immer das War Gute. Das nicht eher dein Essen in der Eifel? Ja, das. Und dieses Gourmet-Restaurant, aber das sieht aber nett aus. Ich glaube, du hast einen schlechten Tag erwischt. Ja, war Pech bestimmt. Ich glaube, ich muss die Küche da in Schutz nehmen. So, dann haben wir hier, oh, das ist auch Familie Semmeling. Und das kann ich sagen, ich gucke es. Ich finde es glänzend gemacht. Und weißt du, was ich toll finde? Hier, Familie Semmeling im ZDF. Dieter Wedel, der Regisseur und Autor, das zeigt seine Klasse, hat die Schuld auf sich genommen. Ja. Ich meine, er hat 5 und 7 Millionen Zuschauer. Das ist, andere wären froh, wenn sie das hätten. Aber verglichen mit Bellheim und so ist es natürlich nicht ganz so. Und er hat gesagt, es liegt nicht an den Schauspielern, es liegt natürlich auch nicht an den Zuschauern, es liegt an ihm. Und das spricht für seine Klasse. Und jetzt haben sie sich aber wieder berappelt. Und ich finde, es ist auch so spannend, amerikanische Filme haben sich schon an den Semmelings orientiert. Echt? Ja. Zum Beispiel Mr. President habe ich mir nochmal angeguckt und die haben da angefangen schon das genauso zu machen. Schauen Sie mal einen Ausschnitt aus Mr. President. Fühlen Sie sich von mir angezogen? Wie bitte? Ich habe gefragt, ob Sie sich von mir angezogen fühlen. Das ist jetzt kein Thema. Nun, ich sag Ihnen was, machen wir es doch zum Thema. Fühlen Sie sich von mir angezogen? Wie bitte? Sie haben schon verstanden. Das ist nicht unser Thema. Dann machen wir es dazu. Was glauben Sie, wer wird Kanzlerkandidat? Wir können das mal per Handzeichen abstimmen lassen, ja, hier bei uns. Absolut basisdemokratisch. Wer glaubt, dass Angela Merkel Kanzlerkandidatin wird, meine Damen und Herren? Wer glaubt, dass Edmund Stoiber Kanzlerkandidat wird? Oh, eine deutliche Mehrheit für Herrn Stoiber. Obwohl es nicht schlau ist. Also wieso? Jetzt für die CDU. Nein. Warum? Also ich meine, für die SPD ist es prima. Gegen Stoiber gewinnt Schröder sowieso. Aber nein, das ist nicht. Das sind hier wieder Prognosen, die durch nichts zu halten sind. Trink einen Schluck. Warum ist es nicht schlau? Warum ist es nicht schlau? Also, dass ein Bayer irgendwie Bundeskanzler wird, das glaube ich nicht. Das wird nie sein. Also keiner von der CSU. Kann man überhaupt nicht so sagen. Kann man überhaupt nicht so sehen. Hallo, ja, aber eine Frau. Haben Sie schon alle Weihnachtsgeschenke? Ach so. Nein, die kriege ich ja erst an Heiligabend. Eine Frau wäre gut. Eine Frau ist irre unausgegangen. Vielleicht kommt auch Dr. Kohl zurück. Ich habe ihn gesehen in einer Veranstaltung, in einem Festsaal in München. Er wird gefeiert, zu Recht. Der Vater des Euro. Ohne ihn hätten wir keinen Euro. Das muss man ganz klar sagen. Und vor allem keine Cent. Das sind 3,20 Euro. Angela Merkel ist übrigens in den größten Museen der Welt vertreten. Das Original hängt in Berlin. Und falls Sie dieses Bild, dieses berühmte Bild, auf dem sie gezeichnet wurde, noch nicht gesehen haben, wir möchten es Ihnen gerne ein bisschen nahe bringen. Angela und die 5 Seebären ist von streng disziplinierter Tektonik, wie wohl der Schleier der milden Lichtglissern, die die Szenerie sanft befriedet. Es zeigt die Jungpolitikerin Angela Merkel bei einem zünftigen Frühschoppen mit befreundeten Krabbenpulern auf Rügen.
Sie trägt eine blutwurstfarbene, abgewetzte Joppe, die ihr wirklich nicht gut steht. Die zittrige Hand umklammert ein Glas billigen Seemannsfusel. Ein Blick in ihr Gesicht lässt vermuten, dass es nicht das erste war. Anscheinend ist sie hackenstramm. Die fünf Männer sind offenbar verzagt und völlig erschöpft. Ob vom Fischen oder von Angelas Gelalle geht nicht klar hervor. Der Fischer in der hinteren rechten Bildhälfte blickt traurig aus dem Fenster. Der Fischer vorne scheint müde abzuwinken und zu sagen, ach halt doch's Maul, du eure Fregatte. Auch der Fischer im linken Bildvordergrund hat sich von Damenbesuch offenbar deutlich mehr versprochen. Frau Merkel hat weder aufgeräumt noch durchgeputzt. Von Sinnesfreuden ganz abgesehen. Der Fischer ist enttäuscht, stiert teilnahmslos ins Leere. Was er mit dem Benzinkanister links unten vorhat, kann der Betrachter nur spekulieren. Alles in allem ist Angela und die fünf Seebären kein schönes Bild. Wir kommen zur Entscheidung. Dirk Bach gleich mein erster Gast. Und wir kommen zur Entscheidung, wer wird der erste Liebling des Monats im neuen Jahr? Wir können jetzt mal vielleicht eine Vorauswahl machen aus den 10 Kandidaten, die ich hier habe. Und Sie rufen einfach weg, wen Sie auf keinen Fall haben wollen. Ja? Sie rufen weg. Euro in der Auswahl. Gunter Gabriel. Weg. Semmelings. Weg. Sven Hannawald. Weg. Weg oder nicht? Nein. Natürlich nicht. Weg. CDU. Alle beide? Nein. Weg oder nicht? Nein. Nur einen weg? Nein. Da lassen? Ja. Ja oder nein? Ja. Antragsrestebude? Schneeräumdienste? So, Bernhard Langer, Uli Hoeneß, Argentinien. Okay, wir kommen zur Abstimmung. Oh, 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 ich glaube, es gibt eine große Überraschung. So, Antragsrestebude, CDU, Sven Hannawald, Euro. Sie entscheiden jetzt per Akklamation, wer wird der Liebling des Monats. Euro? Sven Hannawald? CDU? Okay. Und Kuchers Landhotel, da schon. Yes, Sir. Nachfolger von Bochum. Nachfolger von Bochum. Damit Sie das zu Hause, wenn Sie mit Ihren Sommerreifen losrutschen am nächsten Wochenende, genau wissen, in Darscheid in der Vulkaneifel, Kuchers Landhotel, auf Zuschauerentschluss, Liebling des Monats Januar. Herzlichen Glückwunsch. Jetzt wollen wir mal reinhören. Das ist Radiomoderatorensprache. Ja. Ja. Das war auch hart dann an Silvester, diese Überleitungen. Ich frage mich, ob wirklich der D-Zug schon auf Eurozug umgestellt ist und so. Oh. In diesen Privatradios, Radio Susi und so. Wir hören mal rein in die neue CD von Heinz Hönig, Familienbande. Und es sind insgesamt 10 Titel drauf. Lass den Drachen steigen, ein Mann muss weiter, Zauberin, Feuer, nur für dich. Und wir hören mal rein in den Titel, ein Mann muss weiter. Ich kann Ihnen auch das Booklet ein bisschen zeigen. Das muss ich ehrlich sagen, habe ich von meinem lieben Freund Jürgen von der Lippe geklaut, der bisher die Musikgruppen am ausführlichsten vorgestellt hat im deutschen Fernsehen. Nicht so weggenudelt und hat sich Zeit genommen. Ich weiß, dass das bei der ARD viele oft ihm übel genommen haben, dass er eine Viertelstunde erklärt hat, wer jetzt gleich spielt. Und Wickert saß schon hinten und hat sich manikürt und alles und konnte nicht anfangen. Aber zu Recht, denn Musik ist viel zu wichtig in unserem Leben, als dass wir sie einfach wegsprechen könnten. Und ach so, das ist der Kassettenrekorder. Ja. Push. Der Titel von Heinz Hönig dauert 11 Minuten 12 Sekunden. Ein Mann muss weiter. Wir wollen mal reinhören. Da
Da ist oben, oben ist es. Ist es das? Nee, das ist der erste Song. Ach so, jetzt muss ich weiterspulen. Ach nee, man sagt nicht spulen. Wie sagt man da bei der CD? Drücken, gehen. Ich glaube, ich gehe in den letzten Track. Ja. Es gibt komische Typen. Alte Jungs. Kumpel. Kollegen. Es gibt Kerle. Es gibt Halunken. Papis und Schnipse. Chefs und Bosse. Es gibt Ehekrüppel, Rüpel, Schläger. Es gibt den Gigolo, den Casanova, Liebhaber, Feier. Es gibt die Abenteuer, Herren, Knechte. Es gibt Soldaten, aber echte Männer. Echte Männer sind selten. Was tut ein Mann? Das Richtige. Wir können es, glaube ich, nicht ganz spielen, oder? Oder? Heinz Hönig, räum die Platte noch weg. Ich mag das nicht, wenn so Platten so im CD-Player drin bleiben. Heinz Hönig, die Platte heißt Familienbande und ist erschienen bei BMG, RCA. 10 Titel, Lass den Drachen steigen, Scharf wie ein Messer, Zauberin, Frost, Ein Lied geht zu Ende, Vorhang auf, Feuer nur für dich, Es gibt nur dieses eine Mal und den soeben gehörten Ein Mann muss weiter. Mein erster Gast, Dirk Bach. Amen. Aber jetzt muss ich ja erstmal dir gratulieren zu deiner großartigen Premiere. Ich lasse es heute Morgen in der Süddeutschen gleich. Nein. Die Leute wissen das vielleicht nicht. Ja, die sind ja mehr hier. Die ja, es war ein großer Erfolg, aber eindeutig aufgrund der grandiosen Kollegen, die da mit dabei sind. Und habe mich sehr gefreut, dass die da auch so gefeiert wurden. Was eine schöne Probenzeit. Ja, sehr. Aber wir wollen über dich sprechen. Ich würde so gerne mit dir jetzt über die Proben und die Kantine sprechen. Nein! Gibt du kennst es doch. Ja, eben. Du kennst es doch. Es gibt doch nichts Schöneres als Kollegen in der Kantine. Ja, absolut. Das kenne ich. Aber du möchtest jetzt nichts über die Nein, das kann verraten. Ich nicht. Du musst noch 2 Monate mit denen spielen, deswegen bist du jetzt selbst. Länger, hoffe ich, länger. Nein, es muss die Diskretion dieses Kantinenraums gewahrt werden. Wir können es offen sagen, weil wir um 18 Uhr aufzeichnen, das wissen die Zuschauer. Ja? Ach so. Ja, ja. 19.25 Uhr, also jetzt, wenn die Sendung ausgestrahlt wird. Dann muss ich jetzt nicht die ganze Zeit rechnen, genau. Nein, überhaupt nicht. Wunderbar. Ist die erste Folge deiner Serie schon Sie gelaufen? Sie haben das zu Hause jetzt alle schon gesehen, genau, die erste Folge des kleinen Mönch. Ist es eine Comedy, eine Komödie oder ist es ein Krimi? Ich kann es nicht genau sagen, also es ist vergnüglich, habe ich dann immer gedacht. Es ist nicht als Comedy angelegt, es ist eine Krimiserie. Ja. Vielleicht ist es sowas wie moderner Pater Braun am Ende, ich kann es nicht genau sagen. Also daraus ist es geboren, das fand ich immer sehr schön. Ja. Pater Braun, aber nicht mit Hans Rühmann, nicht dieses Trutschige, sondern das mit Josef Meinrad. Magst du Hans Rühmann nicht? Nicht so sehr, nein. Also er war ein großer Künstler. Großartiger es gibt Künstler. Viele, die ihn auch so es wäre schön, wenn er noch leben würde und uns noch weiter aber, mit Lesungen im Advent verwöhnen würde. Sonst nicht so, mein Ding. Aber es sind viele diese Künstler, die so in den 30er, 40er Jahren große Erfolge feiern, groß geworden sind. Sind nicht so meine Lieblingskünstler. Ach so. Aber, na gut, das sind eben die Geschmäcker unterschiedlich. Ja, ich weiß. Es gibt viele Menschen, die mögen das heute immer noch sehr gerne. Gut. Weg von Heinz Rühmann. Und Josef Meinrad, das habe ich immer gern gesehen als Kind. Das fand ich ganz klasse. Ja. Als Pater Braun. Und dann hat man mich eigentlich gefragt, was ich noch so neben Lukas noch Schönes tun könnte in unserem ZDF. Und dann war halt diese Idee geboren. Dann hat es noch viele Jahre gebraucht und einen misslungenen Piloten, bis wir es geschafft hatten. Der war gar nicht schön. Nee, der war nicht wirklich schön. Der war so dunkel. Das war so, als wollten wir versuchen, einen Name der Rose zu machen oder so. Das war nicht schön. Gut, aber das ist ja der Sinn eines solchen.
Das Sinn eines solchen Piloten, dass man das herausfindet, ja. Dann haben wir es schön geändert. Jetzt ist wirklich ein schönes Ding mit klasse Leuten. Sabine Orléans, eine große Kollegin aus dem Theater, die spielt die Haushälterin und ganz viele wunderbare Gäste. Und ich habe gesehen, also du läufst ja mit Kutte und so weiter rum. Ja. Erfahrungsgemäß, wenn man irgendwas Klerikales zum Thema hat, ja, gibt es ja schnell Ärger mit der Kirche, ja, und so weiter. Habt ihr das auch erlebt? Naja, eigentlich nicht wirklich. Also nicht, dass ich es bemerkte. Es war so, dass ich vorher schon was gedreht hatte in der Kirche und da hatte sich niemand gerührt. Das hatten sie irgendwie so hingenommen. Und auf einmal, als wir dann Drehorte suchten, also bei uns spielt nicht viel in der Kirche, es spielt natürlich draußen, weil in Kirchen wird relativ wenig gemordet. Aber so hatten wir eben mehr draußen zu tun, aber wir brauchen dann doch ab und an mal für eine Trauung oder irgendwas Schönes mal eine Kirche. Und das war dann auf einmal ganz schwierig. Und dann hatte das, ich habe sogar diesen Brief mitgebracht, dann hatte das Erzbistum Köln, das Generalvikariat, hatte dann so ein Drehbuch gelesen von uns. Wie gesagt, eine sehr liebevolle Darstellung eines Franziskanerpaters und des Ordens und der Brüder und machte dann so eine kleine Auflistung, was da alles falsch drin ist. Und das war wirklich sehr, sehr schön. Und also das abschließend haben sie dann abgeraten, dass wir in irgendeiner katholischen Kirche Kölns drehen sollten und Umgebung. Und das war dann, sie haben dann eine Folge genommen. Und um es vorweg zu sagen, ich habe Bedenken. Meine Bedenken gegen die Bereitstellung einer Kirche als Drehort setzen sich aus einem Strauß von Wahrnehmungen zusammen. Strauß von Wahrnehmungen fand ich so schön, da spürt man gleich wieder Homosexuelle und Kirche, das ist ein Thema, das gehört zusammen. Und jedenfalls schreibt also das Erzbistum Köln weiter, vertreten durch übrigens die Stabsabteilung, das ist auch sehr schön. Weiter, Gläubige werden nicht verstehen, dass wir eine Pfarrkirche als Drehort für eine Figur zur Verfügung stellen, die mit einem Charakter versehen ist, der sich mit dem priesterlichen Selbstverständnis kaum verträgt. Pater Laurentius gibt sich falsch. Natürlich, ich muss ja, wenn ich irgendwie ermittle, muss ich am Ende mal was sagen, was nicht ganz richtig ist. Pater Laurentius greift vor der Kirche zu zwei Gläsern Sekt. Natürlich, ein Priester, der trinkt, ist eine ziemlich unglaubliche Geschichte. Das wissen wir spätestens seit dem die Kellergeister oder was das war? Diese Mönche, ja. Ja, oder genau. Paulaner, was immer das ist. Also Mönche und Paulaner Trinken ist ganz weit weg. Nee. Ja, auch wieder, ja. Homosexualität und Kirche, wie gesagt. Pater Laurentius fungiert als Absahner, weil er mal was zu essen mit dem. Pater Laurentius, das war das Schönste, Pater Laurentius wird als schwachblasig vorgeführt und sucht das Badezimmer der Brautleute auf. Der Mann muss auf Toilette. Schwachblasig? Schwachblasig, ja. Hast du den Ausdruck vorher schon mal gehört? Nein. Das finde ich aber toll. Ja, ich auch. Schwachblasig. Mir hat der gut gefallen. Pater Laurentius belauscht den Bräutigam beim Telefonieren. Mein Gott, der Mann betreibt viel Weiberei, da hört man doch mal zu, das ist doch interessant. Die Mitbrüder von Pater Laurentius bezeichnen ihn als Grillheiligen. Das ist so ein vergnügliches Gespräch unter Theologen, weil natürlich der heilige Laurentius wird wirklich als Grillheiliger bezeichnet. Da ist dann doch das Erzbistum Köln ein bisschen hinterher. Es war halt einer, der wurde mal ordentlich gefoltert auf so einem Grill und ist seitdem wirklich Grillheiliger. Man glaubt es kaum, aber... So, und so geht es dann in einem weiter. Das ist ein zu süßer Brief. Und aber danach haben wir dann nie in der katholischen Kirche gedreht, war aber auch nicht weiter schlimm. Wie gesagt, im Film geht ja vieles. Wir haben dann einfach was anderes genommen, was so in der Landschaft rumstand und wie eine Kirche aussah. Und ist trotzdem eine schöne Serie geworden. Also wir schauen uns mal an. Aber ich glaube, die werden glücklich sein, weil eigentlich ist es, ja, es tut ihnen eigentlich ganz gut. Also ich denke, ein Pater, der auch mal pinkelt, ist nicht verkehrt. Ist menschlich. Ja. Zutiefst menschlich. Wir schauen mal einen Ausschnitt an und dann können Sie sich selber einen Eindruck machen. Der kleine Mönch. Herr Hirsch, wir haben noch eine lange Fahrt vor uns. Eben war er noch im Foyer. Ja, mir hat dann sechs spendiert. Gehe ich ihn eben jetzt holen? Ich komme mit. Ich auch. Sie bleiben beide hier, sonst sind Sie nachher auch noch. Herr Hirsch! Hoppla. Oh je. Ich bin jetzt. Ist da noch jemand? Das kann natürlich auf Irritation stoßen. Also das ist ein charmanter kleiner Fall, wo Uwe Friedrichsen so großartig war und diese kleine Rolle übernommen hat. Das ist ein Gemeindeausflug zum Tanz der Vampire ins Musical. Ja. Ein schönes Musical. Und wo, ja, dann wird Herr Friedrichsen dann ermordet von, will ich jetzt nicht. Das darf ich nicht. Ist deine Walter Mörs CD schon zu haben? Mm.
Die eine, ja, ich lese jetzt Walter Moers, ununterbrochen. Das komplette Werk. Das komplette Werk. Ich glaube, es ist der einzige Autor, der komplett... Nee, doch, es gibt noch andere, aber Walter ist sicher einer der wenigen Lebenden, die komplett gelesen werden. Ich habe Ensel und Grete habe ich schon gelesen. Das ja. sind 6 CDs geworden. Gerade habe ich den Captain Blaubeer, die 13,5 Leben, gelesen. Das hat ein bisschen gedauert. Und sie versuchen es gerade auf 13,5 CDs zu pressen, aber ich glaube, es sind 15, 16, 17, ich weiß es nicht. Das sind schöne Geschenke. Morgen fange ich an mit Wilde Reise. Das ist dann das Nächste. Und dann ist das Gesamtwerk auf CD. Der hat aber schon wieder so viel geschrieben, ich könnte mich dran Wirklich? Halten. Ja, das, so da kommst du gar nicht nach. Na. Ich wünsche dir viel Erfolg. Ich danke dir. Nicht wieder eineinhalb Jahre Pause machen. Na, aber nicht ja, doch. War das letzte Mal. Danke dir, mein Lieber. Alles dir. Gute. Dirk Bach, meine Damen und Herren, das war's heute. Morgen Abend Seelöwen bei uns zu Gast mit dem Tiertrainer Roland Dus. Dankeschön. Gute Nacht.